God, you're indescribable in every way. You search me out and now I'm caught up in your grace. I just can't fathom it, I can't make sense of how your love so undeserving never ends. You give me freedom that leaves me breathless. A glimpse of heaven is life with you. Now there's no fighting the scriptures' rhythm. I lift my hands high in praise to you. Then I'm like, ooh, I can't find words to say. And ooh, you're higher than all my ways. And Lord, it's you who opened my eyes to see and put out your heart for me. My God, my God, you're indescribable. Herzlich willkommen zu unserem Online-Gottesdienst der Pforzheimer Stadtmission. Auch von mir ein herzliches Hallo. Schön, dass du mit dabei bist, um mit uns gemeinsam Gottesdienst zu feiern. Gibt es in deinem Glauben Themen, um die du gerne einen großen Bogen machst oder die dich besonders herausfordern? Also bei mir gibt es diese. Jedoch heute werde ich Neuland betreten. Nicht nur, weil unsere aktuelle Predigtreihe so heißt, sondern weil es um ein Thema geht, bei dem ich schon so oft kalte Füße bekommen habe. Fasten. Wenn Fasten auch für dich Neuland ist, dann lass uns doch gemeinsam Neues für unsere alltägliche Nachfolge entdecken. Anregungen gibt es von Martin Wetzel in der Predigt. Heute Abend um 19 Uhr laden wir dich ein, online mitzufeiern, und zwar beim Erhört-Abendgottesdienst. Wir als Gemeinde wollen uns Zeit nehmen, um Gott ganz in Ruhe zu begegnen und gemeinsam das Abendmahl zu feiern. Wenn du mitfeiern möchtest, dann stelle dir gerne Brot, Saft und was du sonst noch dafür brauchst bereit. Wir freuen uns auf die Gemeinschaft mit dir. Thomas, es gibt noch weitere Aktionen rund um die Stadtmission. Ja, am kommenden Mittwoch haben wir wieder unseren Online-Gebetsabend. Ihr bekommt online alle Gebetsanliegen und ihr könnt zu Hause dafür beten oder euch diesmal wieder per Zoom mit einklicken. Herzliche Einladung dafür. Dann gibt es ein Angebot für Frauen. In diesen sehr bewegten Zeiten, wenn Gewohntes umständlich und anstrengend wird, wollen wir allen Frauen eine kleine Auszeit anbieten. Wenn du dich nach Erholung sehnst, wenn du Momente mit Gott suchst, dann haben wir ein kleines Angebot für dich. Die Auszeit Frauenmail. Lehn dich zurück, lies die Gedanken, genieße den Augenblick und tanke auf. Wenn du unsere E-Mail erhalten willst, melde dich an unter auszeit@pforzheimer-stadtmission.de. Und heute Nachmittag ab 16 Uhr sind unsere Teens und die Leute aus dem Jugendbund herzlich eingeladen zu EC Connect. Alle weiteren Infos dazu
findet ihr auf der Homepage unserer EC-Jugendarbeit. Und bei uns geht es jetzt locker, flockig, leicht und kunterbunt weiter mit dem Kinderlied Die Liebe ruft. Viel Spaß dabei! Es geht los! Wird gerappt, gerätselt, gelacht und spannende Geschichten aus der Bibel dürfen natürlich auch nicht fehlen. Ihr Kids wisst schon ganz genau, was jetzt kommt. Genau, unser Kindergottesdienst. Das Video findet ihr wie immer auf unserem PSM-Kanal. Euch eine geniale und gesegnete Zeit. Und bei uns geht es weiter mit den Liedern der Band. Startet ja unsere Anbetungszeit, wo du still werden kannst, wo du Zeit mit Jesus verbringen kannst. Und davor lade ich dich ein, mit mir zu beten. Vater im Himmel, wir danken dir, dass wir wissen dürfen, in solchen Zeiten, die uns stark belasten, die uns unruhig machen, wo Ängste hochkommen, wo wir Gewohntes verlassen haben. Da spüren wir, Herr, wie wir dich brauchen, wie unsere Sehnsucht da ist, Herr, mit dir Gemeinschaft zu haben.
Und wir bitten dich, Herr, dass du jetzt in dieser Zeit der Anbetung, in der Zeit, wo wir dein Wort hören, dass du uns begegnest und ganz nahe bist. Wir loben und preisen dich darüber. In Jesu Namen. Amen. Vor deinem Thron, mein Gott, bei dir.
erlöst hat, lädt mich ein, ganz nah an seinem Herz zu sein. Durchbohrte Hände halten mich, ich darf bei dir sein ewiglich. Wie herrlich Jesus ist.
gesprochen durch den Sohn. Dein Blut macht mich rein, du nennst mich ganz dein, in deinen Namen darf ich sein. Du sagst, wo die Sonne aufgeht, du bestimmst den Lauf der Zeit, zeigst der Dunkelheit die Grenzen und du spannst den Himmel weit. Du liebst den, der es nicht verdient hat, hilfst dem Schwachen aufzustehen, wählst den Tod für meine Rettung, gibst mir Kraft nach vorn zu sehen. Es gibt keinen, der dir greift. Danke, dass du für immer treu bist. Ich bitte dich, dass du heute Morgen zu uns sprichst, durch dein Wort und durch Martin. Danke. Amen.
Willkommen zu dieser Predigt und herzlich willkommen in einer neuen Predigtreihe. Ich hoffe, egal wo du gerade bist, du bist bereit für Neues. Ich hoffe, du hast eine Bibel bei dir, die du nachher aufschlagen kannst während der Predigt, um daraus Neues zu entdecken und Neues zu lernen. Und ich hoffe, du bist bereit, mit mir gemeinsam 20 Jahre in die Vergangenheit zu reisen. Vor circa 20 Jahren war ich Zivildienstleistender in Stuttgart. Und ich erinnere mich daran, wie ich eines Tages in unserer sehr gut aufgeräumten WG-Küche stand, um mich herum Massen an Lebensmitteln und in meiner Hand ein Rezept für Nudelauflauf. Ich hatte ein paar Tage vorher ziemlich großspurig Menschen eingeladen, immer mehr Menschen eingeladen. Und jetzt stand ich vor der Aufgabe, für ziemlich viele Menschen zu kochen. Ich hatte sie zum Essen eingeladen. Kochen an sich war für mich eigentlich kein Problem. Das hatte ich zu Hause gelernt. Aber für so viele Leute zu kochen, das war Neuland. Das hatte ich noch nie gemacht. Ich wusste nicht genau, wie man das mit den Mengen hochrechnet. Ich habe diese Nudeln und Sahne und alles da gesehen und gedacht, was um alles in der, wie soll ich das machen? Und das größte Problem, wir hatten nur so einen alten, klapprigen Ofen, so Ober-Unterhitze, Uralteil und so viele Schüsseln mit Nudelsalat. Wie sollte das gut gehen? Heute Morgen schauen auch einige unserer Teens zu. Lieben Gruß an meine zwei BU-Jahrgänge. Und die Teens fragen sich jetzt vielleicht, Martin, wo liegt dein Problem oder wo lag dein Problem, du Noob? Warum hast du nicht einfach bei YouTube eingegeben, Tutorial, Nudelauflauf, ganz viele Personen? Liebe Teens, es war damals das Jahr 2000. YouTube wurde erst 2005 erfunden. Kochen im Jahr 2000, das war Leben am Limit. Das war Kampf in der Küche ohne digitalen doppelten Boden, ohne Lieferando und Co. Und ich habe dieses Neuland vor mir gesehen, habe es fokussiert, betreten und eingenommen. Hört sich heldenhaft an. Ich kann dir sagen, wie ich es eingenommen habe. Ich habe meine Mutter angerufen. Das war das YouTube-Tutorial der damaligen Zeit. Mutti anrufen. Und ich habe gefragt, wie kann ich das machen? Wie kann ich für so viele Menschen kochen? Und mit dem Telefon-Hotline-Service meiner Mom habe ich es tatsächlich geschafft. Es hat gut geschmeckt, hat für alle gereicht. Und ich habe sehr viel dazugelernt. Solche Situationen, Neuland zu betreten, das ist ein Kern des Lebens. Das gehört immer wieder ganz normal zum Leben dazu. Das Leben zwingt dich, immer wieder Neuland zu betreten. Es beginnt, wenn du krabbeln lernst, wenn du laufen lernst, wenn du in den Kindergarten kommst und Kreise und Sternchen ausschneiden lernst. Es geht weiter in der Schule. Und wenn du aktuell Schüler bist, dann ist es deine Hauptaufgabe. Das ist dein Hauptjob gerade, Neuland betreten. Jeden Tag gibt es Neues zu entdecken und Dinge zu tun, die du so noch nie getan hast. Und egal für welchen Job du dich entscheiden wirst und egal welchen Job du jetzt gerade vielleicht aktuell machst, es bleibt lebenslanges Lernen. Immer wieder wird dich dein Leben zwingen, Neuland zu betreten. Und immer wieder wird man das auch freiwillig machen. Zum Beispiel, wenn du ein neues Hobby ausprobierst, wenn du eine neue Sportart lernst, wenn du vielleicht Nudelauflauf zum ersten Mal machst oder was auch immer, wenn du dich mit irgendetwas auseinandersetzt, was vorher nicht Teil deines Lebens war, dann betrittst du Neuland. Und dann tust du Dinge, die du vorher nicht getan hast. Und manchmal kann es sein, dass du sagst, das ist nicht meins. Und du legst es weg. Und eine kurze Zeit später oder vielleicht auch Jahre später entdeckst du es wieder und betrittst zum zweiten Mal dieses Neuland. Und dieses Mal merkst du, doch, da steckt etwas für mich drin. Das ist super. Es kann auch sein, es ist wie beim Kochen, wie beim Nudelauflauf und mir. Nach meinem Nudelauflauf-Erlebnis hat sich kochmäßig einiges bei mir getan. Und ich habe dazu auch immer wieder die Hilfe meiner Mutter in Anspruch genommen, weil sie sehr gut kochen kann und weil sie mir einfach geholfen hat, immer wieder Neuland zu betreten. Ich war bereit, neue Rezepte auszuprobieren, Dinge abzuändern und einfach in diesem Feld des Kochens Neuland zu betreten. Im Gegenzug dazu ist sie jetzt immer bei mir in der Küche,
wenn irgendwas mit ihrem Smartphone nicht funktioniert. Das ist Neuland für sie. Vor ein paar Monaten hat sie mich zu einer WhatsApp-Gruppe hinzugefügt. Ich habe keine Ahnung, wie meine Mutter das geschafft hat. Meine Eltern sind Rentner, entdecken die große Welt des Internets und ich finde es super. Also ich finde es brillant, dass sie lebenslang lernen. Und ich finde es immer wieder erstaunlich, auch jetzt in dieser Corona-Situation, in der Stadtmission, immer wieder auch mit Rentnern und mit so richtig alten Rentnern auch zu reden und zu merken, die rüsten digital auf. Sie sind bereit, lebenslang zu lernen, obwohl sie vielleicht sagen, oh, jetzt bin ich schon so alt. Manchmal zwingt dich das Leben, Neuland zu betreten und manchmal machst du es freiwillig. Das gilt für jeden deiner Lebensbereiche. Das gilt auch für deinen Glauben an Gott. Es gilt für den Glauben an Jesus, für deine Nachfolge. Auch da zwingt manchmal das Leben zu tun, uns dazu, Schritte zu gehen, die du so mit Gott nie gegangen bist. Und dann gibt es die Situationen, wo du in deiner Nachfolge freiwillig und ganz bewusst sagst, ich will etwas ausprobieren, was ich so im Glauben noch nicht erlebt habe. Und genau hier beginnt unsere neue Predigtreihe. Neuland. Wir wollen dich dazu begeistern, wir wollen dich dazu einladen, dass du in deinem Glaubensleben, in deiner Nachfolge Neuland betrittst, dass du in deinem Leben mit Jesus Dinge tust, die du noch nie getan hast. Dinge, die neu sind für dich. Vielleicht sind sie für andere ganz gewohnt, aber für dich sind sie Neuland. Sie liegen vor dir und wir glauben, darin liegt eine große Chance. Und es ist egal, ob du im Glauben sozusagen noch ein Anfänger bist, wie ein kleines Kind, so ein früher Schüler des Glaubens, oder ob du glaubenstechnisch eher der Rentner bist. Ich habe schon so viel erlebt. Jetzt bin ich schon so alt. Aber auch Nachfolge ist ein lebenslanges Lernen. Wir glauben, da liegt eine Riesenchance drin. Diese Predigtreihe wird uns deshalb auch das ganze Jahr und vielleicht auch noch darüber hinaus begleiten und immer wieder solche Neulandthemen vorstellen. Die sind ganz praktisch. Es geht um geistliche Übungen. Es geht um Dinge, die du ganz praktisch anwenden kannst. Und es ist so gedacht, sonntags ist die Predigt, die stellt dir das Neuland vor. Und in den darauffolgenden Tagen starten dann irgendwann Aktionen. Es gibt Angebote hier von der PSM. Wir geben dir, so wie meine Mom bei meinem Nudelauflauf mir, wir geben dir als Gemeinde Hilfestellung, diese Themen ganz praktisch auszutesten. Heute als erstes Neuland-Thema, das Thema Fasten. Und wie gerade gesagt, die Predigt heute stellt dir dieses Neuland vor. Und wenn du jetzt zuhörst oder zuschaust, dann versuch die Dinge nicht nur zu verstehen, sondern mach dir bewusst, in ein paar Tagen gibt es Angebote, das selber ganz praktisch zu erleben und zu tun. Alles hat ein Ziel. Es soll dich näher zu Gott bringen. Es soll die Liebe zu Gott größer machen. Du sollst in deiner Nachfolge wachsen. Du sollst in deinem Glauben Neuland erobern, damit dein Glaube wächst. Um dieses Thema Fasten heute dir vorzustellen, will ich drei Bibeltexte anschauen. Und diese Bibeltexte, die beschäftigen sich natürlich mit der Frage, wie kann ich fasten und warum soll ich fasten? Aber die beschäftigen sich genauso mit der Frage, wie und warum soll ich nicht fasten? Ich möchte es nochmals mit einem Kochbeispiel erklären und ich bin mir im Klaren darüber, dass beim Thema Fasten ein Kochbeispiel und Essensbeispiele grenzwertig sind. Aber es passt so gut. Bei manchen Rezepten gibt es Warnhinweise. So ein Klassiker ist, wenn du Eiweiß aufschlagen willst, dann kannst du im Endeffekt alles tun, was du willst, aber es gibt eine Sache, die du nicht tun solltest. Beim Eiweiß aufschlagen darf kein Stück Eigelb mehr dabei sein. Deshalb muss man Eier trennen. Und diese Rezepte machen dann klar, also du kannst alles machen. Du kannst ein Rührgerät nehmen zum Aufschlagen. Du kannst eine Gabel nehmen, du kannst einen Schneebesen nehmen, nimm einen Eimer, eine Schüssel, einen Teller, ein Glas. Mach, was du willst. Aber kein Eigelb.
mach, was du willst, aber diese eine Sache lass bitte. Und ich glaube, dass die Bibel zum Thema Fasten einen grundlegend gleichen Ansatz wählt. Mach erstmal, was du willst. Es gibt Freiheit. Es gibt so viele Möglichkeiten. Fasten kann so unterschiedlich sein. Ganz viele Menschen haben beim Fasten sofort nur dieses Denken, okay, ich lasse halt Essen weg. Nein, Fasten, es gibt verschiedene Arten, verschiedene Intensitäten, verschiedene Ansätze, verschiedene Ziele, verschiedene Dauer. Es gibt so viel. Und es gilt, mach alles. Aber es gibt beim Fasten auch so 2, 3 Eigelb-Themen. Mach alles, aber mach diese Themen nicht. Und diese 3 Bibeltexte, die ich gerne anschauen würde, die arbeiten alle nach diesem Prinzip. Die haben alle so eine Eigelb-Stelle drin. Die erste Bibelstelle, schlag sie gerne auf in deiner Bibel, ist Matthäus 6, Vers 16. Jesus spricht hier selber über das Fasten, wie er da eine Sache wahrnimmt. Matthäus 6, Vers 16. Wenn ihr fastet, setzt keine Leidensmiene auf wie die Heuchler. Sie vernachlässigen ihr Aussehen, damit die Leute ihnen ansehen, dass sie fasten. Ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon erhalten. Wenn du fastest, pfleg dein Haar, wasch dir das Gesicht, wie sonst auch. Nur dein Vater, der auch im Verborgenen da ist, soll es wissen. Dann wird dein Vater, der ins Verborgene sieht, dich belohnen. Jesus macht hier klar, Fasten ist eine Sache zwischen dir und Gott. Nicht zwischen dir und anderen, die vielleicht mit dir gemeinsam fasten. Nicht zwischen dir und deiner Kleingruppe, dir und deiner Gemeinde, dir und deinem Pastor. Nicht mal zwischen dir und dir selber, sondern eine Sache zwischen dir und Gott. Fasten muss nicht an die große Glocke gehängt werden. Es gab damals wohl so Leute. Die haben sich irgendwie fromm damit hervorgetan. Ich faste gerade. Das ist echt hart. Aber mit meiner Hilfe wird Gott es schaffen, dass wir beide dieses Fasten beenden. Scheinbar gab es damals solche Leute, die sich irgendwie aufgeblasen haben. Hey, ich faste. Mach alles. Aber bitte faste nicht, um jemanden zu beeindrucken. Das ist Eigelb, das macht das Fasten kaputt. Mach alles, aber bitte versuch nicht, jemanden zu beeindrucken. Jesus macht hier klar, nein, vielmehr, wenn du fastest, dann mach weiter, wie sonst auch. Vernachlässig das nicht, häng das nicht an die große Glocke. Und für mich schwingt da irgendwie auch mit, dass Jesus nicht nur sagt, das Eigentliche läuft im Inneren, im Verborgenen zwischen dir und deinem Vater, sondern für mich schwingt er auch mit, Fasten ist keine so große Sache. Fasten ist nichts so Besonderes. Fasten ist nicht nur was für Profis. Also Fasten kann man einfach so machen. Also mir ist bewusst, wenn man auf 100% Essen verzichtet, und wenn man das über eine längere Zeit macht, dann ist das nicht für jeden etwas. Also man soll das nicht als Kind machen. Es ist nichts für Schwangere, Stillende, für irgendwann ab einem gewissen Alter oder für Leute, die Kreislaufprobleme haben. Aber wenn man grundlegend so ein bisschen solide gesundheitlich unterwegs ist, so Durchschnitt, dann ist Fasten kein großes Ding. Und ich finde, es nimmt erstmal einen Druck. Mit manchen Menschen, mit denen ich über Fasten spreche und auch jetzt im Vorfeld zur Predigt, habe ich so das Gefühl gehabt, so Fasten, die Champions League der Nachfolge. So, da komme ich nie hin. Nein, Jesus sagt hier, mach weiter, wie sonst auch. Und auch hier nochmals der Gedanke, Fasten ist mehr als nur das Essen wegzulassen. Es gibt so viele verschiedene Arten, auch in der Bibel zu fasten, auf Dinge zu verzichten. Es gibt viele verschiedene Ansätze und auch in den praktischen Angeboten, die wir dann in dieser Neuland-Predigtreihe für das Fasten machen, gibt es deshalb ganz bewusst verschiedene Angebote, um das Fasten dann persönlich auszuprobieren. Und bei all dem gilt, mach alles, aber bitte versuch niemanden zu beeindrucken. Es geht nicht um die Art oder um die Intensivität oder um die Dauer des Fastens, es geht vielmehr um das Warum. Warum
fastest du? Es geht um das Ziel. Und darüber redet Jesus an einer anderen Stelle. Du kannst ein paar Seiten weiterschlagen im Matthäus-Evangelium, Matthäus 9, Vers 14. Jesus wird dieses Mal eine Frage gestellt zum Thema Fasten. Da kamen die Jünger des Johannes zu Jesus und fragten, warum fasten deine Jünger nicht? Wir und die Pharisäer fasten doch so viel. Und Jesus gab ihnen zur Antwort, können bei einer Hochzeit die Gäste trauern, solange der Bräutigam bei ihnen ist? Es kommt allerdings eine Zeit, wo ihnen der Bräutigam genommen wird, dann werden sie fasten. Die Antwort von Jesus ist ein Bild, ein Beispiel, eine Mini-Geschichte einer Hochzeit. Und bei so einem Bild ist immer die Frage, wo ist der Übertrag? Wo ist der Kernpunkt? Und das liegt manchmal auf verschiedenen Ebenen. Ich denke, hier sind es mindestens zwei. Ein Kernpunkt ist Freude und Trauer. Diese Gesprächspartner von Jesus, die waren wohl der Ansicht, dass Fasten etwas mit Trauern zu tun hat. Und Jesus gibt dann zu Recht die Antwort, hey, wir müssen aber gerade nicht trauern. Deshalb müssen wir auch nicht fasten. Denn ich bin ja bei meinen Jüngern, jetzt ist doch alles super und wunderbar. Deshalb müssen sie nicht fasten. Würden sie jetzt fasten, dann wäre das Fasten um des Fastens willen einfach nur Fasten, damit gefastet ist, ohne Ziel. Ein zweiter Kernpunkt in diesem Beispiel der Hochzeit von Jesus, glaube ich, ist die Anwesenheit oder die Abwesenheit des Bräutigams. Fasten hatte und hat immer viel damit zu tun, sich auf den lebendigen Gott zu konzentrieren, ihm zu begegnen, in seiner Präsenz, seiner Anwesenheit zu sein. Aber hier ist ja der lebendige Gott schon anwesend. Also die Jünger mussten nicht fasten, um sich auf Jesus zu konzentrieren. Die Jünger mussten sich nicht fasten, um dem lebendigen Gott zu begegnen. Die mussten sich nur umdrehen und da stand der lebendige Sohn Gottes schon neben ihnen, so dass man ihn anfassen kann, durch die Haare wuscheln kann und jede Frage stellen kann. Die müssen nicht fasten, um Gott zu begegnen. Und wenn sie jetzt fasten würden, wäre das Fasten um des Fastens willen oder Fasten, damit halt gefastet ist. Aber das ist nicht das Ziel. Das ist Eigelb. Also mach alles beim Fasten, mach alles, aber nicht fasten um des Fastens willen. Bitte versteh mich nicht falsch, du kannst natürlich Heilfasten machen. Also tu deinem Körper etwas Gutes. Das ist wirklich eine brillante Sache. Aber wenn Fasten eine geistliche Übung sein soll, eine Sache, die deiner Nachfolge dient, deinem Glauben etwas Gutes tut, dann braucht es ein Ziel. Dann ist nicht das Fasten das eigentliche Ziel. Das Ziel ist, Gott zu begegnen. Und Fasten ist das Werkzeug, dieses Ziel zu erreichen. Überleg dir mal kurz, wie funktioniert Fasten so ganz praktisch? Wie funktioniert dieses Werkzeug? Fasten beginnt mit Verzichten. Und egal auf was du verzichtest, es kommt immer erstmal zum gleichen Effekt. Du verzichtest auf Essen. Dann bekommst du Hunger. Und das erinnert dich an dein eigentliches Ziel. Ich wollte mir Zeit nehmen für Gott. Du fastest vielleicht nur eine einzelne Mahlzeit am Tag. Sagen wir mal das Frühstück. Und jedes Mal, wenn Frühstück ist und vielleicht andere Leute in deinem Haushalt zum Frühstück laufen, erinnerst du dich dran, hey, ich habe doch gerade ein anderes Ziel. Ich will Zeit einsetzen, um Zeit mit Gott zu erleben. Wenn du Fernsehen fastest und du läufst am Sofa vorbei, da liegt deine Fernbedienung Primetime 2015 und sofort erinnerst du dich, hey, mein eigentliches Ziel ist es gerade, Zeit mit Gott zu bringen. Wenn du Social Media fastest und du hast dein Handy in der Hand, du siehst die Insta-App, erinnerst du dich dran, ich wollte doch Zeit mit Gott verbringen, das ist mein Ziel. Der Verzicht erinnert dich an dein Ziel und der Verzicht schenkt und ermöglicht dir die Zeit. Weil du nicht isst und damit auch nicht kochst oder abspülst, weil du dein Frühstück aussetzt oder weil du keinen Fernseher schaust oder weil du auf Social Media verzichtest, hast du auf einmal die Zeit. Und die kannst du jetzt füllen mit mehr Gebet, mehr Stille vor Gott, mit Gott die Dinge zu besprechen, zu meditieren, mit ihm die Zeit zu verbringen, für Lobpreis, Bibel lesen. Du kannst es füllen, um deine Nachfolge mit ihm zu gestalten. Der Verzicht bringt dir Zeit.
Und bei diesem Verzicht gilt wieder, mach, mach alles. Also auf was du verzichtest, da kannst du kreativ sein. Im Vorfeld der Predigt habe ich mit meinem Kollegen Gideon darüber gesprochen und habe gesagt, ich fände es gar keine dumme Idee, so jeden Tag eine gewisse Zeit das Frühstück ausfallen zu lassen, dann hätte ich wirklich mehr Zeit. Und seine Antwort war nur, ich frühstücke nie. Okay, dann funktioniert das nicht. Also du musst dir natürlich etwas aussuchen, was dir dann auch Zeit bringt. Aber da kannst du echt kreativ sein. Ein Vorschlag aus dem Neuen Testament von Apostel Paulus. Er schreibt den Korintherbrief und da macht er ein Beispiel. Er schreibt eigentlich über Ehe, über Beziehungen, über Sexualität. Und an einer Stelle sagt er dann, ihr könntet in eurer Ehe eine Zeit lang auf Sex verzichten. Dann hättet ihr auf jeden Fall mehr Zeit zu beten, euch auf das Gebet zu konzentrieren. Kreativ. Ich weiß nicht, ob Paulus den Korintherbrief heute nochmals genauso schreiben würde. Vielleicht würde er auch noch andere Beispiele einfügen. Vielleicht würde er eher schreiben, wenn du Zeit brauchst, um dich auf Gott zu konzentrieren, wenn du auf etwas verzichten willst, verzichte doch eine Zeit lang auf Netflix und Co. Also, oder vielleicht auch nur auf eine Serie. 45 Minuten mehr Zeit durch Verzicht? Wenn du das Ziel hast, Gott zu erleben und ihn zu begegnen, dir Zeit zu nehmen, seine Stimme zu hören, Wegweisung zu bekommen, wenn du Lust hast, die Gegenwart Gottes zu suchen und auch noch daran erinnert zu werden, dass das dein Ziel ist und dann auch noch diese Zeit zu bekommen, dann ist Fasten ein brillantes Werkzeug für deine Nachfolge. Ein gigantischer Weg, dieses Ziel zu erreichen. Und es ist egal, ob du Essen, Sex oder Netflix fastest. Neben diesem Ziel, Zeit für und mit Gott zu haben, gibt es beim Fasten noch ein leicht anderes Ziel. Das hat schon auch damit zu tun, Zeit mit Gott zu verbringen und seine Nähe zu suchen, aber es hat eine ganz besondere Richtung, nämlich man möchte mit dem Fasten eine tiefe Bitte oder einen inneren Wunsch ausdrücken. Irgendetwas, was in einem drin ist und was eigentlich nach draußen muss. Und Fasten ist dann das Werkzeug, diese Sache sichtbar zu machen, nach außen auszudrücken. Das gibt es auch bei anderen Dingen. Wenn du deine Bibel aufschlägst, dann findest du Menschen, die von so etwas so gepackt werden, dass es sie innerlich fast zerreißt. Und um das auszudrücken, schreien sie oder raufen sich die Haare oder zerreißen sogar ihre Kleider. Etwas Inneres wird nach außen ausgedrückt. Das Ganze gibt es auch sehr positiv bei Freude. Ja, Menschen freuen sich und dann führt dieses innere Gefühl der Freude dazu, dass sie jubeln, dass sie singen, dass sie tanzen. Oder es gibt einen Kollegen, der findet sein Schaf wieder. Und dann freut er sich so dermaßen, dass er sagt, hey, Nachbarn, alle herkommen, wir feiern ein Fest, haben ein Schaf gefunden. Und diese innere Freude führt dazu, dass er eine große Party macht. Hey, ich habe mein Schaf gefunden, es gibt Essen. Und ich habe mich gefragt, was haben die damals eigentlich gegessen, als der sein Schaf wiedergefunden hat? Für das Schaf hoffe ich, es gab Nudelauflauf. Fasten kann ein Weg sein, etwas Inneres nach außen auszudrücken. Ein Herzensanliegen, ein tiefer Wunsch, eine tiefe Bitte, eine Zerrissenheit. Wenn du deine Bibel aufschlägst, dann findest du das bei Nehemia. Nehemia war als Beamter am Hof eines ausländischen Königs und er bekommt die Nachricht, wie es den Menschen in seiner eigentlichen Heimat, wie es den Menschen in Israel geht. Freunde kommen, berichten ihm und diesen Menschen dort in seiner Heimat geht es mies, richtig dreckig. In Nehemia 1, Vers 4, da kannst du lesen, als ich aber diese Worte hörte, setzte ich mich, weinte und trug Leid tagelang und fastete und betete vor dem Gott des Himmels. Ich glaube, bei Nehemia zeigt sich Fasten da als doppelter Ausdruck nach außen. Er hört es und es zerreißt ihn innerlich. Es zerreißt ihn so, dass er vielleicht auch gar keine Lust hat zu essen, aber dieser Schmerz führt ihn zu, das irgendwie auszudrücken. Es packt mich. Und er betet und fastet. Und ich glaube, damit drückt er
drückt er diese Ernsthaftigkeit aus, wie tief sein Wunsch ist, dass Gott eingreift, wie tief diese Bitte ist, dass Gott doch hier etwas tun muss. Vielleicht kann ich es so ein bisschen deutlich machen, seine Freunde sind in einer Krise und Nehemia geht durch das Fasten freiwillig in den Krisenmodus vor Gott. Also er verzichtet auf Essen, er verzichtet auf das Alltägliche, um Gott dadurch auch sein Inneres nach außen zu kehren und zu sagen, meine Bitte hier, die ist nicht alltäglich, die ist ganz besonders, so ernst ist es mir. Er fastet, er betet und zeigt damit, Gott, das geht mir nahe. Und tatsächlich, Gott greift ein und er hört Nehemia. An der Stelle kommen wir an eine Gefahr. Denn es besteht die Gefahr von solchen Bibeltexten, von solchen Texten wie hier bei Nehemia, von diesen Berichten einen Automatismus abzuleiten. So, das zu einem Beispiel zu machen, okay, so geht's, so funktioniert's. Der Automatismus wäre, ich faste und Gott gibt automatisch. Er muss quasi. Also wenn du nur betest, dann ist so die Chance da, dass Gott was macht. Aber wenn man fastet, ich meine, schau dir Nehemia an. Ja? Also der fastet und Gott greift ein. Tatsächlich findest du im Alten Testament, in Jesaja, einen ganz kurzen Satz. Eine ganz kurze Begebenheit, wo Menschen aus dem Volk Israel anscheinend dieses Denken über Fasten haben. Schlag deine Bibel auf. Jesaja 58, Vers 3. Nur ein ganz kurzer Satz, aber er zeigt so viel falsches Denken über Fasten. Das heißt da, das Volk fragt, wozu fasten wir, wenn du Gott es nicht siehst? Weshalb quälen wir uns, wenn du uns keine Beachtung schenkst? Also in meinen Worten, das Volk sagt, Gott, wo liegt dein Problem? Wir leiden, ja, wir kasteien uns, wir quälen uns und du beachtest uns überhaupt nicht. Wo liegt dein Problem? Siehst du das nicht? Diese Menschen hatten scheinbar die Idee, dass Fasten dazu führt, dass Gott reagieren muss. Oder noch mehr, dass Gott dann das tun muss, was sie wollen. Also Fasten als eine Art Deal mit Gott, als ein Druckmittel. Wir leiden. Und dann muss Gott quasi reagieren. Also wenn das so wäre, dann nochmals in einem Küchenbeispiel, dann wäre das so eine Art Rezepttabelle. In so alten Büchern findet man das. Das fängt immer an mit man nehme. Man nehme eine Woche Fasten und man erhält einen guten Schulabschluss. Man nehme zwei Wochen Fasten und man erhält eine Beförderung oder mindestens eine Gehaltserhöhung. Man nehme drei Wochen Fasten und man erhält körperliche Heilung. Das ist Eigelb. Also mach alles, aber bitte denk nicht, dass Fasten ein Deal ist mit Gott, dass er reagieren muss. Mach alles, aber denke nicht, dass Fasten ein Automatismus ist oder ein Druckmittel, damit Gott deinen Wunsch oder deine Bitte hört. Genau das funktioniert nämlich dort bei Jesaja nicht. Und deshalb beschweren sich die Menschen, sagen, Gott, wo ist dein Problem? Wir fasten doch, du musst deinen Deal erfüllen. Jetzt gib uns doch, was wir bitten. Fasten ist kein Automatismus. Aber Fasten ist ein Werkzeug, ein Mittel, eine Möglichkeit, etwas Inneres nach außen auszudrücken und immer wieder auch ein Wegbereiter für einen geistlichen Durchbruch. Wenn du deine Bibel aufschlägst, dann findest du an vielen Stellen Menschen, die fasten und sie wollen damit etwas ausdrücken. Sie haben eine tiefe Bitte, ein Herzensanliegen. Sie brauchen Wegweisung für eine Entscheidung. Sie brauchen eine klare Antwort von Gott oder sie erleben bei sich oder bei anderen eine Krise und stehen vor Gott davor ein und drücken mit diesem Fasten aus, so ernst ist es uns. Und sie erleben, dass Gott eingreift. Wenn es in deinem Leben eine Sache gibt, wo du Wegweisung brauchst, wo du den Wunsch hast, dass du Gott erlebst, wo du einen geistlichen Durchbruch baust, wenn es Krisen in deinem Leben gibt oder in deinem Umfeld, die dich zerreißen,
Überleg dir, ob Fasten nicht der Ausdruck deiner inneren Situation nach außen sein kann. Eine ganz besondere Zeit, auch wo du mit Gott diese Dinge besprechen, umbeten und durchdenken kannst und ihn bitten kannst, dass er eingreift. Vor dir liegt Neuland. Und wir sind überzeugt, es ist eine Riesenchance, dieses Neuland zu betreten beim Thema Fasten. Vielleicht auch dieses Thema neu zu betreten, weil du es irgendwann mal weggelegt hast. Sag, na, ist nichts für mich. Vielleicht jetzt nach einiger Zeit, nach einigen Jahren, das Thema Fasten nochmal neu anzugehen. Vielleicht ist Fasten für dich aber auch schon eine ganz gewohnte Übung. Auch dann hoffe ich, dass diese Predigt dir gezeigt hat, wie viel Freiheit und wie viele Ansätze, wie viele Möglichkeiten, wie viele Unterschiedlichkeiten es gibt. Vielleicht nimmst du einfach etwas dazu und nimmst ein neues Rezept des Fastens und entdeckst da im Neuland neues Neuland. Bei all dem gilt, mach alles. Aber diese 2, 3 Punkte, lass die einfach weg. Bevor ich dir ganz praktisch erkläre, wie es in den nächsten Tagen und Wochen die Möglichkeit gibt, Fasten auszuprobieren, wie wir dir gerne Hilfestellung geben würden, damit du dieses Neuland ganz praktisch erleben und entdecken kannst, spielt die Band ein Lied. Sing mit oder lehn dich zurück, hör zu, lass die Predigt nochmal so ein bisschen auf dich wirken und mach dich darauf bereit, dass du praktisch Neuland einnehmen kannst. Du bist der ewig treue Gott.
wird praktisch. Ich stelle dir die zwei großen Angebote vor, die wir für dich vorbereitet haben, damit du dieses Neuland Fasten ganz praktisch in deinem Leben umsetzen kannst. Angebot Nummer 1. Eine Fastenwoche. Eine Woche Fasten und das ganz klassisch eben mit nichts essen. Dieses Angebot dauert entweder 7 Tage oder je nachdem, ob du das mit Aufbau- und Abbautagen machst, also da gibt es verschiedene Möglichkeiten, auch 9 Tage. Sie startet am 14.02., auch der Start der klassischen Fastenzeit. Und mich freut es, dass wir für dieses Angebot eine ganz besondere Hilfestellung haben, nämlich eine Person, die alle Teilnehmer die ganze Zeit als Gruppe begleitet, aber auch individuell als Ansprechpartner dabei sein wird. Christian Kimmich, er wird die Teilnehmer begleiten. Er ist Psychotherapeut in eigener Praxis, er ist Pastor und hat sehr viel Erfahrung mit dem Thema Fasten, weil er lange Zeit das Seelsorgezentrum unseres Jugendverbandes geleitet hat. Er wird dich ganzheitlich begleiten können, Körper, Seele und Geist. Alle Infos zu dieser Fastenwoche, zu der du dich auch anmelden musst, um diese Begleitung zu bekommen, alle Infos dazu findest du auf unserer Internetseite. Dort findest du auch eine Liste mit hilfreichen Tipps und mit Infos, was lohnt es sich zu besorgen. Auch die größten Fragen, die immer wieder auftauchen, kann ich normal weiterarbeiten, für wen ist das, muss ich das irgendwie abklären und. Und auch Christian ist im Vorfeld schon für Fragen für dich da. Angebot Nummer 2, weil das ganz auf Essen verzichten, Fasten nicht für jeden etwas ist, wenn du vielleicht schwanger, stillend, schon zu alt oder einfach nicht das machen kannst oder Fasten einfach auf eine andere Art und Weise auch entdecken willst, gibt es die Aktion 21 Tage Fasten und mehr. Auch dazu gibt es alle Infos auf der Internetseite. Der Grundgedanke ist es, verzichte auf etwas. Was das ist, mach, was du willst. Das kann Social Media, das kann Fernsehen, das kann eine einzelne Mahlzeit sein, das können mehrere Mahlzeiten sein. Also lies dir die Infos dazu durch und durch diesen Verzicht hast du Zeit für das Mehr. Mehr Gebet, mehr Stille, mehr Bibellesen. Auch hier vielleicht die Möglichkeit, neue Dinge in deiner Nachfolge zu entdecken und Gott zu begegnen. Auch da gibt es als Hilfestellung eine Liste, was ist sinnvoll vielleicht im Vorfeld zu besorgen, was könnte dir helfen, was könnte dich an dieser Sache hindern, wie ist es, wenn du in eine Krise kommst, was ist es, wenn es nicht funktioniert. Einige Antworten, einige Hilfestellungen, damit du dieses Neuland nicht allein betreten musst. Wir würden uns freuen, wenn möglichst viele Leute an dieser Aktion teilnehmen, nicht um der Aktion willen, sondern weil wir überzeugt sind, dass für jeden Einzelnen und für seine Nachfolge eine Riesenchance darin liegt. Genau dafür bete ich und ich lade dich ein, mitzubeten. Lebendiger Gott, ich danke dir, dass es geistliche Übungen gibt, die es ermöglichen, Dinge irgendwie erfahrbar zu machen, spürbar zu machen, dass du auch Ideen Menschen gegeben hast, dass du es in der Bibel vorzeigst, wie wir als erlebende Wesen hier auch wirklich nochmal was fühlbar und spürbar erleben können. Und ich bitte dich, für jeden Einzelnen, der diese Predigt sieht, dass du lebendig ins Leben sprichst, dass du klar machst, ist es dran zu fasten, was ist dran, was kann ein Ziel sein. Du kennst die Krisen, die Fragen, die Momente, wo wir vielleicht einen geistlichen Durchbruch herbeisehen. Und Gott, ich wünsche mir, dass dieses Fasten und auch diese Aktionen dazu helfen, dass Menschen deine Nähe suchen, dir begegnen und dass du eingreifst. Und alles, was uns noch durch den Kopf und durch das Herz geht, das legen wir in das Gebet Jesus, das du uns selber beigebracht hast. Wir beten das Vaterunser. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden.
unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Für alles, was auf dich zukommt in der neuen Woche und auch für alles Neuland betreten, spreche ich dir noch den guten Segen Gottes zu. Der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, der wird dein Herz und deine Gedanken bewahren, hin zu Jesus Christus, hin zum ewigen Leben. Amen. Schön, dass du heute mit dabei warst und mit uns gemeinsam Gottesdienst gefeiert hast. Also ich überlege mir jetzt wirklich, ob ich die Fastenwoche mitmache. Ich auch. Und schön, wenn du mit dabei bist. Vielleicht auch am Mittwoch beim Online-Gebetsabend. Ich wünsche dir eine gute Woche und bleib behütet. Wir freuen uns schon auf den nächsten Gottesdienst und wenn du wieder ein Teil davon bist. Bis dahin, mach's gut. Tschüss.